ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute schon wieder meinen Silikonkautschuk in Grau und in Rot und die beiden Komponenten muss man ja mischen. 1:1, also eine Portion hiervon und eine genauso große Portion hiervon. Ich habe es ja letztens auch getestet, mal ein bisschen mehr Rot zu nehmen und ein bisschen weniger Grau dann. Hat auch funktioniert, aber die Form war dann doch nicht so, ja, weich und elastisch wie die, wenn man 1:1 nimmt. Ich werde also heute wieder die Hälfte hiervon und die Hälfte hiervon nehmen und ich habe mir was Cooles überlegt. Ich werde Barbie-Gesichter abformen und die kann ich dann später für Gips benutzen, also Gips reingießen und habe dann Barbie-Gesichter aus Gips und die kann ich dann anmalen und zum Beispiel verschiedene Schminkdesigns ausprobieren. So, der erste Schritt ist also wieder die Hälfte grau und die Hälfte rot von dieser Knetmasse zu nehmen. Ah, das ist ein bisschen mehr rot im Moment noch. So, das ist, glaube ich, die Hälfte und die Hälfte. Und das vermische ich jetzt gut. Aber bevor ich das vermische, werde ich hier die Tüten schnell wieder verschließen. Die muss man nämlich immer gut verschließen. Da darf keine Luft dran kommen. Deswegen verpacke ich das erst in einer Plastiktüte und dann noch in einer weiteren Plastiktüte. So, wenn die beiden Komponenten wieder gut verpackt sind, kann ich hier anfangen zu kneten. Und zum Verarbeiten hat man ungefähr 45 Sekunden Zeit. Also 45 Sekunden lang gut mischen und kneten. Wenn alles gut verknetet ist, gebe ich das hier in so eine kleine Form von einem Teelicht. Also man muss das in irgendwas reingeben, damit das hinterher eine schöne, ordentliche Silikonform wird. So, und da werde ich jetzt einfach das Barbie-Gesicht reindrücken. Ich brauche ja nicht mehrere davon machen, sondern es reicht ja, wenn ich eine Barbie nehme. Und da kann ich dann ja hinterher ganz, ganz viele Gipsgesichter rausgießen. Ich hatte erst gedacht, ich nehme zwei verschiedene Barbies, aber im Grunde haben die ja ein ganz ähnliches Gesicht, also fast das gleiche. Es ist zwar ein bisschen unterschiedlich angemalt, aber wenn man drüber fühlt, ist das schon so, ja, fast gleich. Deswegen reicht es, wenn ich da eine Barbie nehme, obwohl ich glaube, ich nehme dieses Gesicht hier, drücke ich hier rein. Und das lasse ich jetzt erstmal gut trocknen. So, nach ein paar Minuten kann ich Barbie jetzt wieder erlösen. Oh, und das löst sich auch wirklich ganz gut. Und da sehen wir jetzt schon das Gesicht. Ich erkenne gar nicht, dass das Barbie sein soll. Aber wenn man jetzt hier Gips reingießt und das dann wieder rauslöst, dann ist das wieder genau die Gesichtsform von Barbie. Ich muss das natürlich hier noch so rausholen aus der Form. So, ja, sehr cool. Bin ich mal gespannt, werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal ausprobieren, da Gips reinzugießen. Und ja, vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, was ich noch so für Silikonformen machen könnte. Und vielleicht habt ihr schon Ideen, wie ich dann diese Barbie hier aus Gips anmalen soll. Oder habt sonst irgendwelche Wünsche, gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Schaut sonst auch unsere anderen Videos, auf jeden Fall meine anderen Silikon-Videos oder unsere vielen anderen Spielzeug-Videos. Einfach reinschauen, unseren Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!